ist die eine Variante. Es gibt noch eine zweite Variante mit der Batterie. Die Batterie ist nur voll aufgeladen. Den Akku voll oben. Den Prius, mein Prius natürlich, ist, hat die Möglichkeit, eurer auch, mit voller Batterie kann der Prius bis 79 Stundenkilometer beschleunigen. Aber nur soft. Das heißt, die Grenze hier, diese Grenze darf nicht überschritten werden mit dem Gaspedal. Das ist sehr, sehr wichtig. Mit voller Batterie besteht die Möglichkeit bis 79 Stundenkilometer. Das werde ich mal testen. Wir fahren jetzt noch den Berg runter. Mal schauen. Ich werde das B wieder aktivieren. Das Fahrzeug fängt dann zu bremsen. So kann ich die Bremsen ein bisschen schonen. Nun, jetzt ist es bald soweit. Das D wieder rein. So. So, zum Motor ist ein bisschen kalt. Probieren wir mal aus. Rechts, EV-Modus. Ich werde ganz leicht Gas geben, die Linie nicht überschreiten. Ich beschleunige ganz, ganz leicht. Mal schnell zurück, Christian. Christian ist mein Regisseur an der Kamera. Er wird das Ganze beobachten. Hier ist 50 auf dieser Straße. Ich werde ganz, ganz leicht beschleunigen. Ich fahre weiter so. Immer noch 50 hier. Danach kann ich beschleunigen auf 79, wenn das möglich ist. So. Immer noch auf dem EV-Modus. Die Fahrt geht geradeaus. 64. 66. Es geht weiter mit dem EV-Modus. Es bleibt weiterhin. 70, kann noch mehr Gas geben, ganz leicht, das geht nur, wenn die Batterie ganz, ganz voll ist. 72, oh, kurz das Gas entnehmen und sind wieder auf dem EVA-Modus. Mal schauen, ob es, ja, es klappt nicht, die Temperatur ist nicht ganz da. Aber 73, normalerweise klappt es mit 79, bei 80 kommt immer der Motor. 73, absolut kein Problem. Die Temperatur ist momentan 2 Grad. Relativ kalt. So. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, wenn der Motor anspringt. Das ist sensationell beim Prius Plus. Kurz das Gaspedal loslassen, ganz kurz, und wieder beschleunigen, ganz sanft. Und der EV-Modus geht automatisch rein. So. Jetzt hier ist 60 Stundenkilometer. Ich werde mal ein bisschen abbremsen. Wieder leicht Gas geben. Wenn man zu viel Gas gibt, dann springt der Motor an. Kurz loslassen das Gaspedal und wieder leicht beschleunigen. Und der EV-Modus ist wieder drin. Das ist eine sehr, sehr wichtig. So kann man massiv Sprit sparen. Also nochmals zeigen. Zu viel Gas, springt der Motor an. Kurz loslassen und wieder beschleunigen. Der EV-Motor springt an, man muss aber die Linie nicht überschreiten. Wenn ich jetzt überschreite, springt der Motor an. Das seht ihr auf dem Display. Kurz loslassen und wieder bis in die Mitte, und EV-Modus ist wieder eingeschaltet. Sensationell beim Prius Plus, so wird ihr ziemlich gut Benzin sparen. Gut, tschüss, bis bald.